motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler. Mast und versucht mal unsere Wechsbeleuchtung wieder heile zu machen. Ich gehe mal davon aus, also da war irgendwie eine komische Plastiktüte oder so, die Verkabelung. Das wird jetzt alles mal richtig gemacht. Mit einem ordentlichen Schrumpfschlauch und schönen Verbindern. Und dann müssen wir mal gucken, ob die Lampe an sich kaputt ist. Wir liegen in der Bahia Santa Elena. Und ich versuche, unser Decklicht zu reparieren. Es funktioniert schon seit einiger Zeit nicht mehr. Es ist sehr geschützt, die Bucht hier. Wir warten auf ein gutes Wetterfenster, um bei guten Winden die Papagaios zu überwinden. Es ist ziemlich böig, manchmal bis zu 45 Knoten. Aber wir liegen sehr ruhig hier. Oh, wenn man mittendrin steht, sieht das gar nicht mehr so trocken aus, wie wenn man von außen guckt. Aber es ist trotzdem alles urtrocken. Zeig doch mal der Kamera, was du da isst. An einem Sonntagmorgen. Maracuja. 21. März 2021. Der Jakob hat heute Geburtstag. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Jakob. Glückwunsch. Hier aus Costa Rica. Ich möchte probieren. Die letzte Nacht war ziemlich windig, sehr böig ist es hier. Gestern hatte jemand hier gemessen 44 Knoten in Böen und ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen mehr geworden. Das glaube ich auch. Man hat das Gefühl, man fällt auf die Seite. Und alles wackelt und scheppert und ist so laut. Ja. Auch mal probieren. Ja, und morgen geht es weiter. Wir wollten eigentlich nach El Salvador, aber dort braucht man einen PCR-Test. Den haben wir nicht. Den kriegen wir wohl auch nicht. Ja, leider letzte Schinken heute. Der andere wartet noch, dass er trocknet. Den machen wir morgen. Man sieht, glaube ich, wie wir uns bewegen und wie es pfeift. Zum Kaffee auf der Fradolin mit selbstgemachtem Kokos.
Zitrone. Kuchen. Genau. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Ja. Ganz lecker. März. Wir verlassen Bahia de St. Helena und fahren jetzt ca. 450 Meilen Richtung Mexiko. Wo wollen wir da hin, Annette? Nach Chiapas. Also geplant sind ca. 7 Tage. Winde gut sind. Seid ihr guter Stimmung? Immer. Der Wind, der macht so wach. Am schon morgens um 6:30 38 Knoten Wind. In den Böen. Dann fahren wir jetzt hier mal raus und dann schauen wir. Genau so sieht's aus. Die Sonne geht gerade auf. Wir sind vorbereitet, Schwimmwesten sind angelegt. Für die ersten 2-3 Stunden haben wir in Böen bis 35 Knoten angesagt. Also es wird herrliches Segeln werden. Warum hat er endlich? Jawohl. Ab geht er, der Peter. Meine Wache hat um 3 Uhr begonnen. Wir sind die ganze Nacht Schmetterling gesegelt, wie auf Schienen. Schmetterling heißt die Genua an Backbord und das Großsegel an Steuerbord. Der Glenn sagt, in Spitzenzeiten sind wir 9,5 Knoten gefahren. Also es war ein herrliches Segel, sternklarer Himmel und jetzt warte ich auf den Sonnenaufgang. Guten Morgen! Die erste Nacht und die erste Nacht auf See haben wir hinter uns. Und es war einfach nur super schön. Wir sind mit 9,4 Knoten gesegelt. Also zwischendurch nicht permanent. Aber immer um die 5 bis 7, 8 Knoten hatten wir. Schöner Rückenwind, ganz angenehme Welle und wir haben es sogar geschafft, jetzt nach 27 Stunden 155 Meilen zu fahren. Das ist schon nicht schlecht. Nö, das kann gerne so weitergehen. Aber Delfine gibt es auch nachts. Ja. Also uns geht es noch ganz gut, wir haben noch sehr, sehr viel Spaß, wir halten uns bei der Stange mit in den Horizont gucken. Und warum ist dir schlecht? Nö, aber das ist doch ein guter Zeitvertreib. Der Wind hat uns verlassen
und das am zweiten Tag zum Sonnenuntergang. Und deswegen spielen wir Skat. Genau, wir spielen Skat. Und fahren dabei noch ganze 2,2 Knoten. 2,2 Knoten, das ist besser als gar nichts. Wir haben auch nur noch ungefähr 300 vor uns. Knoten? Nee, Meilen. Der dritte Tag auf See. Wir haben heute Nacht 5 Stunden Motoren müssen, weil gar nichts mehr ging. Jetzt haben wir den Genaka gesetzt, aber es sieht immer noch nicht gut aus. Wenn ihr euch das mal anschaut, wir haben also 5 Knoten scheinbaren Wind, fahren 1,2 Knoten, aber also nicht direkt rückwärts, aber genau im rechten Winkel zur Vorausrichtung. Bis zum nächsten Wegpunkt haben wir noch 116 Meilen und da steht noch 136 Stunden. Also insgesamt bis Chiapas sind so noch, ich glaube, 230 Meilen. Nach 3 Tagen ist Duschen angesagt. Einige gehen schwimmen, andere schöpfen es aus dem Eimer. Wird ordentlich eingeseift. Damit wir auch in 3 Tagen sauber in Mexiko ankommen. So wie wir rückwärts fahren, wird das wohl länger dauern. Ah, okay. Na los. Okay. Ja. Ja. Oh, das wäre richtig schön warm. Okay. Herrliche Segel. Bloß wie komme ich jetzt wieder da vorne mit einer Hand. Ah, die Annette zieht mich an. Warte mal, da kann ich ja noch ein bisschen weg. Also der Glenn genießt auch das Bad. Also macht man richtig Strecke, ohne sich zu bewegen. Ja. Das ist geil, oder? Hast du hinten auch einen Knoten dran? Ich glaube. Oh, das ist aber echt schön, das Wasser. Der vierte Tag auf See. Gestern haben wir leider festgestellt, dass unser Motor ab 1500 Umdrehungen richtig das Wasser rauspumpt. Also die Salzwasserkühlseite ist irgendwo beim Impeller undicht. Und jetzt können wir nur noch mit 1500 Umdrehungen laufen. Da sieht es so aus, als ob es nur ein bisschen tropft. Ja, und der stille Ozean macht seinem Namen Ehre. Es ist kein Wind. Wir motoren jetzt seit 24 Stunden. Und was man da vorne sieht, das sind wieder Schildkröten. Also hier sind haufenweise Schildkröten, die hier so im Wasser schlafen. Ist alles voll, aber keine Fische. Wir haben seit Panama nur einen kleinen Bonito gefangen. Und das Wasser ist platt wie ein Ententeich. Wir laufen jetzt doch noch direkt auf die Küste zu, weil wir dann hoffen, in Küstennähe den Land und den Seewind zu bekommen, sodass wir es doch noch schaffen, nach Mexiko zu segeln. Weil so kommen wir nur mit 2 Knoten Fahrt voran, Gegenströmung, und irgendwann ist auch unser Sprit leer.
Delfin-Watching! Ruht ich jetzt mit euch? Ihr seid spät dran. Wir sind vor El Salvador. Wir wollen uns hier heute Nacht vor Anker legen. Der Portmaster hat uns schon benachrichtigt, dass wir in den Hafen nicht rein dürfen ohne Erlaubnis. Hatten wir eh nicht vor. Wir wollen uns ein bisschen weiter abseits legen, hier in Acajutla. Und die Nacht verbringen in der Hoffnung, dass wir morgen endlich ein bisschen Wind haben und wir weiter segeln können. Die Fridolin hat uns gerade angefunkt. Wir dürfen also nicht in El Salvador den Anker schmeißen. Das heißt, wir hatten uns überlegt, naja gut, wenn wir jetzt hier nicht ankern dürfen, dann fahren wir ein paar Meilen weiter rauf und schmeißen da den Anker, weil da wird es auch nicht unruhiger als dort. Aber nachdem sie nun auspatrouilliert wurden aus dem Hafengebiet und ihnen nahegelegt wurde, nicht in El Salvador zu ankern, weil überall patrouilliert wird, haben wir uns jetzt überlegt, wir müssen also tatsächlich weiter. 15 Meilen bis zur Grenze und gleich dahinter schmeißen wir den Anker. So der Plan jetzt. Wir sind natürlich noch guter Dinge. Die Situation ist ziemlich beschissen, weil wenn wir den Hahn ein wenig weiter aufdrehen, dann kommt so viel Wasser, das mitten auf die Elektronik spritzt. Also können wir nur mit 1500 Umdrehungen und dem Gennaker weiterfahren, aber ohne Wind kommen wir jetzt gerade mit 3,7 Knoten vorwärts. Dann brauchen wir noch 4 Stunden bis nach Guatemala und jetzt ist es 5:30. Also in einer halben Stunde bis Stunde geht die Sonne unter und dann wird das wieder schön im Dunkeln alles passieren mit dem Ankermanöver und dem Platz finden und hoffentlich nicht in ein Fischernetz reinfahren. Ach du Scheiße, ja, das war auch noch so das Thema. Wir haben ja so lange Netze. Ja. Das sind die Freuden eines Fahrtenseglers. Ach, wir lassen es doch nicht unterkriegen. So viel Wasser spritzt aus unserer Salzwasserpumpe. Und wenn wir mehr Umdrehungen als 1300 machen, dann spritzt es förmlich dort raus. Das könnte entweder sportliche Betätigung oder Bordkoller sein. Das geht doch. Das wissen wir aber erst nachher. Gestern Nacht, kurz vor 12, waren wir hier in Guatemala den Anker geschmissen. Und da hinten tosen die Wellen. Im Hintergrund sieht man die Berge. Und wir werden mal wieder von Delfinen begleitet, diesmal bei kristallklarem Wasser.
gestern haben wir leider zwei Köder verloren. Ein Köder verloren, unseren Popper. Und heute kommt der nächste. Guckt euch das Ding an. Hoffentlich wird er nicht auch wieder einfach nur abgebissen und tschüss. Ja, glaube ich nicht. Das ist ja jetzt die starke Angel. Ja. Heute wieder herrlicher Wind. Von quer ab, können also den Genacker setzen und segeln jetzt hier gleich an San José Guatemala vorbei. Die Küste ist nicht so aufregend. Ein langer, riesiger Sandstrand. Im Hintergrund sind eigentlich Berge, aber da es so diesig ist, sieht man die nicht. Aber die Fische springen. Müssen wir auch mal einen fangen. Oh, Genacker muss geborgen werden, da wir zu dicht am Land sind. Ah, er kommt langsam. Lass kommen, die Schut! Nee, brauche ich nicht. Alles gut. Alles gut. Heute gibt's mal wieder Cappuccino und dazu gibt es leckere Kokosnusswaffeln. Nette ist auch schon wach, sie ist als erste heute aufgestanden. Guten Morgen. So, mach mal Wind, damit wir hier wegkommen. Wir warten jetzt, bis der Wind einsetzt, der lokale Wind, und dann geht's los. So, nach etlichen Tagen haben wir endlich mal wieder einen Fisch an der Angel. Hast du gut gemacht, Papa. Was hab ich denn gemacht? Ja, du, weil du da rumspielen musst, ist es abgegangen. So. Das ist doch logisch. Da kommt er. Ja! Denk gerade, ist er nochmal richtig gut. Ne? Was ein Riesending! Ja. Was macht der? Der schlägt von links nach rechts, würde ich sagen. Was? Ja. Was? Ist das geil! Gleich 5:30. Wir nähern uns wieder unserem Ankerpunkt. Der Wind nimmt immer mehr ab. Und die Fridolin haben wir jetzt gerade quer ab. Die Küste hier ist ziemlich öde, ein einziger Sandstrand, die ganze Küste rum. März 28. Es ist 15 Uhr oder ein bisschen später. Ich beende jetzt meine Wache und hier, so sieht das jetzt hier aus, Alltag auf der Limelight für die Freiwache. Der Glenn lesen. Liest ein Piratenbuch. Das passt natürlich. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal nach vorne. Was die Annette denn in ihrer Freiwache so macht. So, mal den Vorhang auf. Mal gucken. Die Annette macht nämlich schon Französisch. Die hat immer noch Hoffnung, dass wir
nach Französisch-Polynesien können irgendwann. Ja, dieses Jahr wäre super. So, Annette, jetzt ist aber vorbei mit Französisch. Jetzt ist deine Wache dran. Ja, okay. Ja, siehst du, so das ja, muss man das gerne. Das muss. Ja. So, wie sich das gehört, guter Seemannschaft, wird die Limelight, bevor sie morgen in den Hafen läuft, nochmal schön geschrubbt. Es ist aber auch ein Dreck da drauf, obwohl wir 21 Tage auf See sind. Aber ich vermute mal, da bei den Papageios, wo es so trocken war und der Wind so gepeitscht hat, der hat den ganzen Staub hier drauf hinterlassen. Dienstag, der 30. März, die letzte Etappe nach Chiapas. Da haben sie angebrochen, gefahren. 35 Meilen noch. 35 Meilen haben wir noch. Wie ist die allgemeine Gefühlslage? Ja, wir schaffen es heute. 35 Meilen nur noch. Und dann sind wir in Mexiko. Ja, es wird Zeit nach 22. 22. Aber was haben wir, wie viele Tage haben wir heute? Der 30. 23 Tagen. Entlang der mittelamerikanischen Küste erreichen wir heute Mexiko. Und einen einzigen Landgang hatten wir nur. Also uns fehlt Bewegung. Ja, dem Ganzen kann ich nichts mehr hinzufügen. Ist natürlich wieder super schön mit Sonnenaufgang. Und Mond. Und den kriege ich nicht drauf, der ist so klein. Und Mond. Und die Pangas sind auch schon wieder unterwegs. Er darf nicht da dran. Nicht da dran! Mann! Ich will ein. Lass den Köder in Ruhe! Geht's noch? Der Blödmann. Ey. Immer wieder Fregattvögel, die an Glens Köder gehen. Ah, jetzt hat er Gott sei Dank aufgegeben. Ah ne, er macht noch einen Anlauf. Oh, ein zweiter Fregattvogel. An den Pelikan, Pelikan! Der ist sogar ins Wasser gegangen. Alle wollen sie den leckeren Köder haben. Wir wollen Fische fangen, keine Vögel. Auch die Schiffseignerin reinigt die Sachen der Limelight, bevor wir in Mexiko und Chiapas in die Marina einlaufen. Wir haben noch 22 Meilen und hoffen, dass wir heute da ankommen. Wir fahren ein in Puerto Madero und wollen da hinten rechts in die Marina Chiapas. Ist ganz schön wellig hier, ist aber ein riesen Wellenbrecher. Und dann sind wir in Mexiko. Alle sind sie erwartungsvoll, was uns jetzt hier in Mexiko erwarten wird. Aber erstmal hoffen wir, dass wir ja auch gut hier reinkommen. Da vorne sieht man die Ansteuerungsmarken. Wenn die in Flucht sind, ist man auf dem rechten Pfad. Die Port Control hat uns die Einfahrtgenehmigung gegeben. Haben wir auf Kanal 16 angefunkt. Aber der hat doch eine richtige Winde da oben dran. Ja, ich sehe da hinten schon Segelmasten. Ja, sieht so aus.
erste rechts sind wir schon gefahren. Jetzt müssen wir da hinten nochmal rechts. Und da hinten sieht man schon die Masten. Ja, an der Mole hier, da kann man nicht mehr anlegen, weil da die ganzen Wracks liegen. Ja, super. Und die Geier hocken da drauf. Und an der nächsten Mole, die sehen so aus, als ob die auch nicht mehr lange schwimmen werden. Canal de Acceso, Marina Chiapas. Wie tief ist es? 4,70 Meter. Oh, ich sehe schon unsere Bar. Komm, in Mexiko. Endlich, endlich. Wir sind da. Hat auch nur 23 Tage gedauert. Genau. 22 Tage, 11 Stunden. Prost! Korinthenkacker. Prost! Prost! So. Rasmus, hab Dank. Reimleit, Dankeschön. Prost! So, jetzt wird hier Gesundheitsliste ausgefüllt. 3, 2, und da kommen schon 9, 4. Die anderen alle. Militär, Police. Das ist ein Schäferhund, hä? Ja. German Shepherd. German Shepherd? Si. Ah. We are from Alemania. Wir sind angekommen. 22 Tage, 11 Stunden, 490 Meilen. Je m'appelle ou donne-moi la voix, moi les faire ou...